Krone TV ist heute mal wieder bemüht, eure Fragen zu eurer vollsten Zufriedenheit zu beantworten. Und zu unserem aktuellen Beitrag über den kombinierten Verkehr wurde um Aufklärung gebeten, ob auch für die Bahnverladung einer Wechselbrücke ein Kodischild erforderlich ist. Nun, dazu ist zu sagen, dass bei der Bahn vor der Bahnverladung jede Ladeeinheit amtlich korrekt technisch zugelassen sein muss, somit auch Wechselbrücken und Container. Ohne das gelbe Kodischild würde deine Wechselbrücke einsam am Bahnsteig zurückbleiben. Natürlich sind bei der Wechselbrücke andere Angaben erforderlich. Und somit kann zum Beispiel auf die Angabe einer Stützbockhöhe komplett verzichtet werden, weil die Büchse ja am Waggon mit Containerverriegelungen fixiert wird. Nur eine Frage zur neuen DHL-Brücke, denn die ist ja nun nicht mehr 7,45 Meter, sondern 7,82 Meter lang. Die Frage ist, ob ich dieses Maß herleiten kann und wieso überhaupt auf einen Gliederzug mehr Paletten passen als auf einen Sattelzug. Nun, das liegt an den unterschiedlichen maximalen Zuggesamtlängen beim Sattelzug max 16,50 Meter und beim Gliederzug bis zu 18,75 Meter. Und daraus resultiert auch eine beim Gliederzug längere Systemlänge, nämlich 15,65 Meter. Und wenn man 15,65 Meter auf den Motorwagen und auf den Anhänger aufteilt, also durch zwei dividiert, kommen daraus 7,82 Meter für Wechselsysteme. Bei Festaufbauten kannst du die 15,65 Meter natürlich anders aufteilen, zum Beispiel 8,22 Meter vorne auf den Motorwagen und 7,42 Meter hinten auf den Hänger oder umgekehrt. Abschließend eine Frage zum Thema Mitnahmestapler an einem Zentralachsanhänger, wie zum Beispiel an dem Fahrzeug der Firma Güttler. Kann ein solcher Zug auch ohne Mitnahmestapler gefahren werden? Denn aus dem Achsversatz resultiert ja schon eine sehr hohe Stützlast. De facto eine gute Frage und auch der richtige Ansatz. Denn du hast richtig erkannt, dass das Achsaggregat nicht mittig, sondern leicht nach hinten versetzt ist. Und wenn du diesen Zug nun ohne Mitnahmestapler fahren willst, werden die Bälge der hinteren Lastverlagerungsachse bis zur maximalen Stützlast respektive Achslast entlüftet. Und wenn du das leere Fahrzeug mit Mitnahmestapler fahren möchtest, wird die erste Achse geliftet. In beiden Fällen wird sich natürlich das Fahrverhalten leicht verändern.